Karl-Heinz, renn doch nicht weg, Mensch. Ich bin überladen. Ja, stimmt. In die Richtung, alles cool. Oh Mann, wir sind so überladen. Ja, ist natürlich ein Punkt, ne? Hier auf so einen Stein zu gehen, wenn das Escort-Ziel in der Nähe ist. Boah, Gaussflinte, ne? Mega geil, brauchen wir auch irgendwann. Karl-Heinz, oh nein, wir sind schon wieder so krass überladen. Ich muss kurz das Loadout wechseln, auch wenn das gerade hier null Sinn ergibt, aber damit ich hier zumindest rennen kann. Karl-Heinz, Karl-Heinz, Karl-Heinz. Ansonsten ist das ganze Projekt gescheitert und wir kriegen keine Kohle. Kein Gold. Oh oh. Oh oh. Die kommen! Er haut schon wieder ab. Dieser Lump, der. Der will sterben. Der ist suizidgefährdet, ist der. Geh nach hinten. Ich rette mich mit meinem letzten fitzlichen AP, mit meinem letzten fitzlichen AP hier auf diesen Stein. Und alles andere liegt jetzt in deinen Händen, Karl-Heinz. Wow, das muss die Gaussflinte sein. Ich werd nicht mehr. Ich werd nicht mehr. Kurz rebuffen. Sind wir noch auf Cola? Nee, ne. Cola, 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 Nuka. Ach ja, stimmt, essen und trinken. Ah, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, ne? Coca-Cola. Also am Köhler kann ich mir durchsaufen, du. Da. Oh, die macht das schon, ne? Yay! Echt gut gemacht. Vier Staatsanleihen, vier Stück. 10 Bullion. Okay, jetzt kannst du sterben, Karl-Heinz, ne? Mega, wir haben es geschafft. Ich finde es ja großartig. Wollen wir noch Schnappriet mitnehmen? Hier gab es doch jede Menge Schnappriet, aber dafür soll ich eine andere Waffe nehmen. Schnappriet! In dem anderen Bereich, genau. Hä? Oh, wir brauchen Fusionskerne. Schande. Also damit hat wirklich jetzt niemand gerechnet, dass das hier so eine Sache wird. Säure. Mhm. Oh, ja, schön. Und Kleber. Goldschrott. Warum kann ich mir daraus keine Goldbarren pressen? Oh, oh, stopp. Oh, Legendary. Legendary. Du gehörst mir. Bein und Arme wegballern. Na, das wird so nicht. Das wird so nicht. Mein Lieber. Hi, hi, hi. Arme. Yay. Stopp. Der explodiert, ne? Der explodiert. Ja, der explodiert. Oh, Chamäleonholz. Plus 1 Charisma. Nicht verkehrt. Ja, ist doch gut, ist doch gut. Jetzt doch vielleicht ein Zerlegetisch. Spielt ihr einer an einem Instrument rum? Habt ihr denn keine anderen Sorgen? Das ist eine verdammt üble Gegend. Hier war noch irgendwo ein Zerlegetisch. Als ich gestorben war, stand ich direkt vor einem Zerlegetisch. Na gut, dann nicht, dann nicht. Solange wir irgendwie hier rauskommen, mit ein bisschen Tricksereien und dem Schnellreise-Loadout soll mir das recht sein. Schnappriet, genau deswegen sind wir noch hier. Da ist Schnappriet. Und da ist Schnappriet. Und hier hinten vielleicht auch noch ein bisschen Schnappriet. Vielleicht, eventuell. Oh, und Patronen. Jede Menge. Das Ameisenfleisch müssen wir mal abkochen. Müssen wir mal gucken, ob da irgendwas geht. Aber das hält ja auch nicht ewig. Aber es wäre zumindest so ein kleiner Buff vielleicht in Sachen Tragekapazitäten. Ich habe das jetzt irgendwo... Ich weiß gar nicht, warum ich das im Kopf habe. War ein sehr verwirrender Tag heute. Aber ich finde das schon noch raus. Ob das stimmt oder nicht. Reicht das jetzt? Ja, wir haben genug Schnappriet. Oder? Oder hier hinten vielleicht noch ein bisschen... Nö, nee, alles cool. Okay, können wir denn noch schnell reisen? Ja, theoretisch müssen wir noch schnell reisen können. Wir konnten ja noch rennen. So, was wollte ich machen?
Wayward, genau, wir wollten ins Wayward. Es sei denn, hier ist schon wieder irgendein öffentliches... Oh nein. Aber wir haben keine Muni für Kloppy. Das ist definitiv ein Kloppy-Event. Das möchte ich nicht mit Tante Plasma spielen. Wayward, wo war es denn nochmal, das gute Stübchen? Hier doch irgendwo, ne? Oh. Ich find's mal wieder nicht, der Vorführeffekt. Na gut, 3, 2, 1. Ach, hier drüben, also mir war schon irgendwie nach Flatwoods. Aber okay, da ist es. Und klicke die Klick-Klick. Und da sind wir auch schon. Wir waren echt lange nicht mehr hier. Die Knarre ruhig mal wegstecken. Fusionskerne sparen. Einfach mal aussteigen. Hat sich hier irgendwas getan? Ist das möglich? Workbenches. Stimmt, hier waren ja irgendwo Tische. Da drüben, Mensch. Ich glaube, es war die hier. Das war die erste Werkbank, die ich hier jemals in diesem Spiel verwendet habe. Ich habe jedes Mal, wenn ich hier bin, so ein nostalgisches Gefühl an die Closed Beta. Ach, meine Güte. Ja, die gute alte Zeit. Schrott verwerten. Und die Bank hat es immer noch drauf. Die kann immer noch alles verwerten. Okay. Nice. Und kochen können wir ja auch. Vielleicht machen wir das gleich noch fertig. Das Experiment Ameisenfleisch. Mal gucken. So. Was können wir denn herstellen? Oh, wir könnten auch Limonade herstellen. Vielleicht machen wir das auch. Die hält ja ewig. Und der AP-Buff ist nicht von schlechten Eltern. Zweimal. Und auch Wasser abkochen. Genau. Flop, 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 flop. Genug Holz haben wir ja. Nee, keine Limonade mehr. Es reicht. Wir wollen es nicht übertreiben. Wir brauchen den Zucker für was anderes. Fleisch. Ach, kann ich gar nicht benutzen, oder? Kann ich gar nicht benutzen. Ich bin noch Gemüsefresser. Gebratene Ameise. Tragkapazität. Ja, 0-0. Wir können die Buffs gar nicht nutzen. Doof. Aber ich glaube, die ganzen Sachen sind abgekocht. Auf jeden Fall mehr wert. Wir wollen ja noch ein paar Kronkorken verdienen. Ganz wichtig. Ja, koch alles schön ab. Sonst noch was? Limonade? Nee, Cranberry-Auflauf. Oh. Wie lange halten meine Cranberries noch? Cranberries. Ja, da geht noch was. Wayward, Mensch. Und ich glaube, ich hatte auch noch einen echt alten To-Do-Punkt hier im Wayward. Ich glaube, irgendein Outfit verkauft hier die gute Frau noch, die hinterm Tresen steht. Wenn ich mich jetzt nicht total irre. Hi, ihr habt ja immer noch keine Musik. Na gut, außer die selbst gespielt hier, aber die zählt nicht. Hi, Polly. Polly? Was ist los, Cowboy? Polly! Kein Kommentar zu Na meinem Aussehen. Klar! Was ist mit meinem Polly, Körper Mensch. Passiert? Ey, genau, ich erinnere mich. Wir mussten für dich einen Körper raussuchen. Ich hab dich seitdem nicht mehr gesehen. Es tut mir so leid, Polly. Mehr war nicht drin. Wie bitte? Nein, Polly, ist in Schau Ordnung. Schau mich an. Meine brutalen Kurven. Aha. Mein geschmeidiges Chassis. Alles weg. Alles weg. Stattdessen stecke ich in diesem Ding. Ich sehe aus wie ein Aquarium an einem Maskottchenkostüm. Nein. Erklär mir mal, warum ich in dieser Monstrosität versauern soll. Alles cool. Sonst kannst du mal lernen, was ich mit meinem Schraubzwingen anstellen kann. Also, erstmal runterkommen, Polly, ne? Es ist immer so, der eine steht drauf und der andere wieder nicht, ne? Und by the way, du bist ein Roboter. Der Ort war wie eine Festung, Polly. Ich bin nicht an die Aggressotrons herangekommen. Ja, ich... Ist aber eigentlich auch eine Lüge, ne? Du... Du hast es immerhin versucht. Ja. Mühen müssen auch belohnt werden mit Lob. Sollte nur dankbar sein, dass ich überhaupt was gekriegt habe. Tut mir leid für den Anschiss. Es ist nur so gewöhnungsbedürftig. Ach, du wirst schon. Aber du kannst Vielleicht wechseln wir irgendwann später nochmal deinen Körper. Können wir sonst doch irgendwie interagieren. Ein Vault voller Gold, das ja. sich bald über Appalachia ergießt. Finde ich großartig. Ja, bei der Art von Reichtum werden sich die Leute garantiert total rational Aber verhalten. Absolut. Ich so, bin auch wegen dem Gold hier. Tun? Du bist anders als die Roboter, die ich bisher getroffen habe. Du spielst nicht zufällig auf die Tatsache an, dass ich ein Fleischwolf auf zwei Beinen war, der in ein Auslaufmodell transferiert wurde. Ich mag die Protektrons. Ja, ich bin einzigartig. Die sind sympathisch. Natchez hat mich vor ein paar Jahren gekauft und umprogrammiert.
Weniger Taktikprotokolle. Mehr Persönlichkeit. Mhm. Das Ergebnis war quasi Frankensteins Türsteherin. Für diesen Körper hier gibt es kein besseres Adjektiv als, tja, einzigartig. Doch, gemütlich. Mir fällt sofort gemütlich ein. Laut Duchess hat sich der Programmierer an einer Ex-Freundin orientiert, einer Boxerin. Aber Sol ist überzeugt, dass seine Vorlage die Chefin war. Würde mich beides nicht überraschen. Okay, da war jemand in meiner Unterkunft. Wird das schon immer angezeigt? Willst du darüber reden, was im Bergwerk am Gorli vorgefallen ist? Dachte, das wäre klar. Hab die Person verloren, die mir Deckung geben sollte. Und dann sind die Verbrannten gekommen. Muss nicht Napoleon sein, um das rauszufinden. Naja, aber ich wollte es trotzdem gern mal von dir hören. Du und Sol steht euch ziemlich nah, oder? Kann man wohl sagen. Sol und ich sind zusammen, seit wir ihn gefunden haben. Glaub ich, war der erste Aggressotron, den er gesehen hat. Hat mich damals quasi 3 Tage lang mit Fragen gelöchert. Aber der Junge versteht was von Elektronik und kann schießen. Außerdem findet er mich charmant, warum auch immer. Einen besseren Freund gibt's nicht. Naja, also rein charakterlich bist du auch ganz angenehm, muss ich sagen. Trink für mich mit. Na klar, werden wir tun. So, können wir irgendwas mitnehmen, was wir gut gebrauchen können? Ein bisschen Kupfer können wir immer gut gebrauchen. Schrauben weiß ich gerade nicht, aber die Aschenbecher. Und Plastikmensch, ne? Das stellt er sowieso wieder hier hin. Ja, meine Nichte ist wieder da, man hört es im Hintergrund. Heute habe ich abgeschlossen. Diesmal gibt's kein Disney Plus auf meinem Tablet. Hat sie heute schon geguckt gehabt. Sie hat Tinkerbell geguckt. Gast, hallo? Na? Alles klar? Redest du mit mir nur im Stehen? Ne, er steht nur kurz auf. Sol, hey! Also war es doch nicht gelogen. Es liegt ein Schatz in Appalachia. Ja. Was das wohl für uns bedeutet. Und den haben wir raufgeholt. Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Läuft. Und bei dir? Ach, viel besser, weil ich nicht mehr in dieser Grube bin. Na. Duchess hat mir ein paar Stims besorgt, also ist alles gut. War schon ein paar Stims. Hab mich gut erholt. Es braucht nur etwas Zeit und davon habe ich reichlich. Okay, gut. Und was genau läuft da zwischen dir und Polly? Ihr scheint euch echt nahe zu stehen. Wir passen aufeinander auf. Keine Ahnung, wann du den Vault verlassen hast, aber wer hier draußen überleben will, schafft es nicht alleine. Mhm. Polly ist schon länger eine, wie soll ich sagen, eine enge Vertraute. Ich verstehe schon. Du brauchst kein weiteres Wort mehr Duchess sagen. Duchess und Polly passen nicht gut zusammen. Duchess behandelte sie wie einen Protektron. Wie so ein Diener zum Herumkommandieren. Dabei ist sie viel mehr als das. Keine Ahnung, ob alle Aggressotrons so sind oder ob es an ihrer Programmierung liegt, aber sie ist eine echte Lady. Als Duchess das einsah, war alles in Ordnung. Naja, so in Ordnung jedenfalls, wie es geht. Bin ich voll cool. Ich mag die auch, die gute Polly. Erzählst du mir, was im Bergwerk am Gorli vorgefallen ist? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Kurz gesagt, die Verbrannten haben uns überrannt. Echt seltsam. Die Viecher wirken dumm wie Brot. Aber manchmal... Ja, stimmt. Manchmal wissen sie über Dinge Bescheid, ja, die sie nicht wissen sollten. Ich glaube, das ist eine Art Schwarmintelligenz oder sowas. Nur ohne Worte. Wir hielten gut Stand, bis ich getroffen wurde. Mit einem Bein zielt es sich um einiges schwerer. Aber jetzt bist du ja wieder wohl auf. Als es mich erwischte, ist Polly durchgedreht. Man könnte sogar sagen, sie hat ihren Kopf verloren. Ah, ich verstehe. Wortwitz. Aha, alles klar. Das wär's, ne? Alles klar. Ich hau ab, ne? Bis dann. Wir reden später. Ja, will ich doch mal hoffen. Oh, Mensch, so viele Leute hier. Wir gucken uns erst nochmal den Nebenraum an. Die Toilette meinte ich natürlich. Oh, jede Menge Abraxo. Eine Sekunde, das ist doch erstklassiges Abraxo hier hinter dem Mülleimer, oder? Nee, auch nur ganz normales. Sonst noch was? Nee, da war aber noch ein Raum. Hier oben. Hier oben konnten wir noch genau ein bisschen was mitnehmen. Zack, Aschenbecher. Nie wieder liegen lassen. Da ist er. Ja, das habe ich gehört. Er ist auch neu. Smiley Mensch. Ich komme gleich zu dir. Eins nach dem anderen. Job nehme ich auch mit. Jede Menge Schrott. Wir haben ja jetzt mehr Tragekapazitäten, also mehr Kapazitäten im Stash. Habe ich noch nicht erwähnt. Ist wahrscheinlich auch schon wieder 2 Tage her oder so, dass das Update rausgekommen ist. Oder vielleicht auch 5. Was meinst du genau? Ja, wir quatschen. Eine Sekunde. Ich will noch ganz kurz hier, genau hier, die Kochplatte mitnehmen. Federung.
guter Kram. Der beste Kram. Und ist das Keramik? Ich glaube, die Kaffeetasse, ja. Die ist auch Keramik. Wenn ich mich nicht irre. Kaffeetasse, tatsächlich. Die Gläser nicht. Die sind Glas. Aber die Kaffeetassen. Okay, Smiley. Hi, hi, hi. Das ganze Zeug in Vault 79 kann dir gehören. Zum richtigen Preis. Okay. Goldbarren hier und jetzt. Hier und jetzt. Garantiert echt. Das ist ja schön. Ich bin interessiert. Wobei, warte mal. Wie bist du an Goldbarren gekommen, Mr. Amerika? Von hier und da. Ich habe 1000 Freunde. Dich eingeschlossen. Na klar, Mann. Wenn du Gold für mich hast, in regelmäßigen Abständen, sagen wir einer Woche, dann sind wir beste Freunde. Aber wie viel Kohle willst du von uns haben? Ja, das stimmt. Ja, genau. Ich bin interessiert. Wie viel willst du? Greif zu. Okay, machen wir. Oh nein. Wir brauchen 6000 Kronkorken. 4000 habe ich. Wir müssen noch 2000 Kronkorken verdienen und dann kommen wir zurück und dann holen wir uns unsere wöchentliche Dosis an Goldbarren bei ihm ab. 6000 brauchen wir jetzt immer pro Woche. Wir müssen 6000 Kronkorken die Woche verdienen. Wow, das wird echt grindy, ne? Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Die ganzen Sachen, ey. Ich brauche so viel Gold und ich brauche Ruf und Kronkorken. Dieses Spiel ist ja der absolute Hammer. Okay, Geld verdienen. Ne, wir brauchen nur 1200 noch. Kann nicht jemand bei mir gerade vielleicht eine legendäre Waffe kaufen? Eine große legendäre Waffe für 4099 Kronkorken? Hallöchen. Ich komme gleich. Eine Sekunde. Ich will euch nur ein bisschen von eurem Müll hier befreien. Da ist noch eine Kochplatte. Und dann, war das nicht noch Keramik hier? Ja, das ist doch Keramik. Teekessel, das sieht sehr nach Keramik aus. Gast, nein. Hier, du, das ist meine Gute. Was darf sein? Ich will nur quatschen. Du warst bereit, mir die Schlüsselkarte für das Lager zu geben. Willst du denn nicht reich werden wie alle anderen? Nein, Schätzchen. Appalachia ist meine Heimat. Immer schon gewesen. Ich wäre nie lange fortgeblieben. Ich dachte, ich wäre nur ein paar Monate weg. Aber die Geschichten über Seuchen und Monster haben nicht abgerissen. Mhm. Als ich hörte, dass alle wegen so eines Schatzes zurückkommen, dachte ich frage mich gerade, ob wir das nicht schon gehört haben. Nur als Abschreckung. Aber wir können ja noch mal reinlauschen. Ich habe die allgemeine Verzweiflung der Leute wohl ziemlich unterschätzt. Darum kam ich zurück, um allen was einzuschenken. Ja, nicht schlecht, ne? Endlich wieder zu Hause zu sein. Genau, der Ghoul war auch einzigartig. Mit dem können wir auch quatschen. Nee, das haben wir hundertprozentig schon alles durchgequatscht. Wir können doch aber auch handeln, ne? Und irgendwas hast du gehabt, was ich interessant fand. Nee, hast du doch nicht mehr. Schade, ich dachte, sie hätte irgendeine Kleidung oder eine Rüstung gehabt. Vielleicht habe ich die mittlerweile auch gekauft und den Punkt auf meiner To-Do-Liste nicht gestrichen. Ja, Freund Ghoul, last but not least, Mord. Hast du schon gehört? Ja. Jemand hat den verdammten Schatz gefunden. Ich habe davon gehört, aber ich weiß nicht, wer es war. Zwinker, zwinker, kicher, kicher. Eine Höhle voller Kuchen wäre mehr wert. Ja, genau, die perfekten Küchlein, stimmt. Das wäre auch toll. Was darf sein? Nein. Haben wir alle schon abgequatscht. Sehr schön. Okay, also wir müssen jetzt Kronkorken unter anderem verdienen, richtig. Und wir müssen Ruf verdienen und Gold. Meine Güte, ich muss das in meine Routine einfließen lassen. Also so halbwegs, wenn ich eine Routine hätte. Was machen wir jetzt? Den Kram erstmal verticken? Genau, stimmt. Du hast doch auch 1400 Kronkorken, ne? Ich habe doch ein bisschen gerade was in der Tasche. Eine Sekunde. Das können wir dir gleich natürlich abgeben. In der Powerrüstung stecken wir nicht. Wir wechseln mal zu unserem Verkaufsloadout und die Verkaufsklamotten. Ich muss jetzt hier einmal auf Rüstung was wechseln und auf Kleidung. Das sind legendäre Scheine. Aber vorsichtig, ne? Nicht, dass ich die falschen Sachen verkaufe, weil die neuen Reiter mich durcheinander gebracht haben. Das geht ganz, ganz schnell. Die Cranberries müssen wir noch verkochen, bevor die schlecht werden. Ich trinke mal ein Bierchen. Traubenmantets haben wir keine mehr. Doch, Hilfsmittel, natürlich. Ist alles ein bisschen anders jetzt, so.